Jo Freunde, was geht und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie man einen Discord-Bot mit der Java Discord API codet. Wir sind auch gerade live im Stream. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann twitch.tv/eastermc, ihr wisst Bescheid. Entweder ihr habt halt Maven, dann könnt ihr das benutzen. Weil ich benutze diesmal Gradle. Nehme ich mir einfach das hier. Und pack mir das hier rein. Update ich das. So, und dann geht ihr auf discord.com/developers. Dann addet ihr hier zum Beispiel jetzt so euren Bot, keine Ahnung. YouTube-Bot. Dann geht ihr hier rauf, macht AddBot, jetzt do it. Drückt hier auf Reset. Ja, dann kopiert ihr euch die Token. Man könnte das natürlich auch einfach so kopieren und meinen Code verwenden. Man kann einfach selber einen Bot nutzen. Huch, ist mir eigentlich egal. Dann macht ihr einfach hier eine Bot-Klasse oder so. So, und dann packen wir zuerst eine Private Static Final Prefix fest. Und der ist jetzt einfach Ausrufezeichen. Und dann machen wir kurz den Make. Richtig. So, dann nehmen wir. So, jetzt sollte es gehen. Hoffentlich. So, und jetzt nehme ich mir die IDE. Jetzt geht's. Jetzt nehme ich mir JDA gleich JDA Bilder.create Default. Da tragt jetzt euren Token ein. Finde ich auch gut. Den ihr hier habt. Kopiert ihr euch. So. Am besten speichert den Token irgendwo ab. Dann kriegt man nicht so einfach wieder. Macht den. Was will. Dann macht ihr Set Status hier hin. Und dann hören sie im Status machen. Zum Beispiel jetzt Online-Status. Do not disturb. Also bitte nicht stören muss. Oder Idle. Oder Online einfach. Ich mach's auf Online jetzt. Könnt ihr noch eine Aktivität setzen, zum Beispiel streamt gerade Mage with mit so einem Herz. Da würde ich euch immer empfehlen, dass ihr müsst immer in so einen Unicode schreiben, so wie ich jetzt hier getan habe. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein Herz Unicode. Dann noch Komma und dann nicht Stream URL https://eastermc, ihr wisst Bescheid, schaut vorbei. Und dann Bild. Das natürlich. Das natürlich. Müssen wir entweder hier das hinzufügen oder das. Ich mache gerne das einfach. Aber meins ist nicht so fett. So. Dann getten wir uns noch den Prefix. Aber was ich mal schön finde. Das so machen, weil das ist einfach nur ein Final, deswegen ist es hier so groß geschrieben. Final immer groß. Dann können wir hier rein theoretisch den Comments machen und in den Comments können wir den Listener Adapter extenden. Importieren ist ja irgendwie. Er ist auch importieren. Und dann holen wir uns das Message Received Event. Wie wird es geschrieben? Received. Message Received. Und Message Received. Das Message Received Event. So. Dann müssen wir auch fragen, if e.getMessage.get content script.equal Nordcase, damit es große Kleinschreibung auch nicht beachtet, also dass nicht beachtet wird. Bot.get prefix plus keine Ahnung. Umfrage. Also, was war das Ausrufezeichen? So. Umfrage.
oder was anderes, keine Ahnung. Aber die machen einfach ein Ticket-Passcode und so. Machen wir zum Beispiel auch so ein Z-Ticket, damit das Ticket gesetzt wird. Dann nehmen wir uns mal die Rules vom Spieler. So String Value auf Event.get Member.get Rules. So if Rules.contains. Sagen wir jetzt mal Admin-Rang. Wenn der jetzt den Admin-Rang contained, also beinhaltet, dann holen wir uns einen Embed-Builder. Also ist halt so ein geiler. Wenn ich mal hier zum Beispiel einblenden, hoffentlich will ich das ein. Ich weiß, ich locker, ich bilde blende das nicht wieder ein. Weil seht ihr eh noch später. Das ist das einfach so eine schöne Nachricht. So, embed.zColor machen wir jetzt mal keine Ahnung, machen wir green. Dann embed.zTitle Ticket Support zum Beispiel. Auch für das System sehr lange gebraucht, um das selber zu entwickeln. Dann nehmen wir noch die Description. Dann steht hier zum Beispiel Klicke auf den Knopf, um ein Ticket zu öffnen. Ich importiere, ich save mir das noch zu meinem Dings, damit die deutsche Wörter nicht immer so komisch erstrichen werden. Also wirklich. Dann nehmen wir noch den Event und der Channel, also den Channel halt. Punkt Send Message Embed. Dann nehmen wir das Embed und bauen es. Und jetzt noch ein Ticket hinterher, Button hinterher, nämlich Send Set Action Row Button. Punkt Sass. Falscher Button. Button von hier natürlich. Punkt Success, damit es ein grüner Button ist zum Raufklicken. Open Ticket. So. So, Open Ticket. Machen wir Punkt with Emoji. Emoji. Punkt from Markdown. Und dann können wir Emoji Code reinsetzen. Also halt. Oh, ich habe was vergessen, die Label. Ticket öffnen. Erstellen. Und jetzt können wir. Gemacht mehr, Bruder. Sorry, war es halt nicht aktiv. Ich bin mit meiner Schuld. So, und dann nehme ich mir zum Beispiel jetzt mal kurz von meinem Code so ein Dings raus. Das ist zum Beispiel, glaube ich, so ein Ticket. Also ein Ticket-Emoji. Und dann werden wir mit hier schon fertig. Ja. Das ist zumindest so, ist das so. Also, hä? Wieso wird das jetzt in ignored? Oder was? Was zur Hölle? Channel, Message, Embed. Finde ich auch super. Wirklich, finde ich echt super. Zu Überlegung. Ich kann einfach hinzufügen, mich hier einmal add Event Listener New Comments. Was hat das ignoriert? Achso. Last. Und noch Punkt. Hier nicht hier. Hier. Punkt Q. So, jetzt wird es fertig. Hier oder was? Da hier. Ich kann den nämlich das eh nicht schreiben. War das eh zu dumm zum Schreiben. So, jetzt haben wir es einmal drin. Und jetzt können wir hier zum Beispiel jetzt ein Button-Click-Event machen. Also, Button. Hallo.
Zum Beispiel jetzt der Button-Click. Dann extenden wieder den Listener-Adapter. Und public void on button interaction. Button interaction event, wie lange das auch immer ausgesprochen wird. Dann machen wir einmal event.deferred.tui, weil die auch als ausgesprochen wird. Ich kann Englisch. Machen wir if e.getButton.getID, die wir vorhin festgelegt haben. Equals OpenTicket. Wollen wir schließen? Hilfe. Machen wir wieder String Rules gleich String.value of e.getMember.getRules. Und wir sollen die Rollen vernehmen. If not rules.contains. Ich weiß nicht, wieso ich das damit die IDs gemacht habe. Hilfe. Wo habe ich das mit IDs gemacht? Lost. Hätte ich mal so machen müssen. Contains Admin. Das ist eigentlich schlimmer, was ich gerade mache. Und dann holen wir uns vor kurzem ein Ticket erstellen, damit es eine random Zahl ist. Holen wir uns einmal eine Min und eine Max raus. So, und das sind jetzt zum Beispiel, dann wird erstmal ein Random in geholt. Da holen wir uns math.lua math.random mal max minus min plus 1 plus min. Das ist ja mal interessant, dass wieder noch Cast zu einem Int genommen wird. So. Was habe ich das eigentlich gebraucht, was ich gerade mache? Was habe ich das eigentlich da gebraucht, was ich gerade sehe? Ich sollte gebraucht. Ach, das brauche ich nicht. Das nächste brauche ich nicht. Ich gucke gerade in meinem Code durch, weil ich da Sachen sehe, die ich eigentlich nicht brauche. Was man zum Beispiel maybe machen könnte, ist die Build, also den Server zu holen. E.getBuild. So, und dann machen wir wieder unter Embed, was ich auch nicht schreiben kann. Menschlich gesehen ziemlich ab. Keine Ahnung. Bin nicht so der Meme-Typ. Ich kenne zwar viele Memes, ja, in mir. Ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich, ja, nicht so viele. Weil ich spreche nicht wie diese Streamer so, I mean, sage ich schon öfters. Aber I guess, wer sollte I guess? So, warte mal, e.get user.get name dot ticket. Dann embed.zDescription ein Teammitglied wird sich bald um dich kümmern. So, erstmal alles wieder Wörterbuch der Englischen hinzufügen. So. Easy. So, das macht man. Dann hier good.create text channel ticket minus plus random int, dafür haben wir den gemacht. Good.get category by ID. Oh, warte mal, mach das so. Catch
Tattoo. Ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Kategorie eintragen. Ich kann mal kurz mir einen Test-Discord machen. So, dann mache ich mal kurz da Create Kategorie Ticket. Und mir kurz die Kategorie rauskopieren, dann mache ich das einmal Test. Dann teste ich einfach Sachen. So, dann. Bitte mach ich das mal. Was? Einfach so. Add Permission Override. E.get Member. Enum Set. Enum Set. Off. Permission Punkt. View Channel. Null. Dann add permission override e.get. Nee, nicht eben. Build.get public rule. Null. Enum set. Enum set.off permission. Punkt. View channel. Und dann nochmal eine Add Permission Override. Build.get Role-ID. Add Role by ID. Da füge ich mal kurz, hätte ich mal kurz eine Rolle, keine Ahnung, hier. Support. Dann mache ich dann eine Admin-Rolle. So, dann gebe ich mir hier die ID und ganz ehrlich, mache ich hier nochmal falsches, doch mal ein E-Mail in einem Set auf Permission Punkt View Channel nochmal null. Also lost hier natürlich das so machen. Ja, so weg machen. So, und dann Punkt complete Punkt send message embeds embed Punkt build Punkt z action raw. Da habe ich jetzt mal einen close button, den wir gleich erstellen werden, und einen claim button, den wir auch gleich erstellen werden. Punkt Q. Dann machen wir hier private Button. Button. Close Button. Return. Button Punkt. Danger. Close Button. Listen. Listen. Und dann noch mal den Private Button Claim Button. Wir können übrigens da auch noch Emojis hinmachen. Ich mache es jetzt mal nicht. Zeitverschwendung. Access Claim Button Claim. So, jetzt haben wir das auch hier drin. Und jetzt mache ich doch kurz auf meinem Discord ein Team schnell. Channel, Team, Privat-Channel für die beiden Ränge. So. So, hier ID kopieren. Jetzt senden wir nämlich noch im Links-Channel, Team-Channel was rein. Embed-Builder, Embed. Embed-Team. Gleich New Embed Builder. Embed Team.
Z-Color. Also wieder Green. Ich mach's auch mal gleich. Ich kann es auch einfach random machen. Embed Team. Z Title. Get. System. So, embed team. Punkt. Add field. Person. E. Punkt. Band. Punkt. Get. Member. Punkt. Ich hätte einfach die, as mentioned. True. Mal kopieren wir das einmal. Da ist der GD zum Beispiel, könnt ihr das kopieren hier. Nehmen wir uns das Datum. Und das ist. Oh, hört auf, brauchen wir doch. Was ich vorhin gesagt habe, was wir nicht brauchen, brauchen wir doch. Ich kopiere das jetzt einfach. Das E. Das ist ganz okay. Ist. Ja. Einmal als Simple Data Format und einmal Date von Java. Alles von Java Util. Und ihr Java Text. So, und jetzt. Formatter.formatDate. So. Und dann. So, was ich glaube, was auch das. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Guild.get Channel bei ID. Channel my get channel by ID get text channel by ID so. Und dann kopiere ich mir kurz den text channel die ID. Könnt ihr übrigens mit dem Devil, mit dem Entwicklermodus bei Discord machen, wenn ihr dann 300 Seiten Entwicklermodus und send message embeds embed team build. Das ist jetzt hier so. Okay, mal auch was am Anfang. Der bringt auch nichts. Ich habe auch nicht gemacht, oder? Na. Ich hab's gemacht. Mach ich auch mal. Du kannst noch. Aber. Mal habe ich das mit Admin gemacht? Das war kein Admin, lol. Das war Ticketsperre, oh mein Gott. Ticketsperre. So, ich stelle ich auch mal kurz den Rang. Auf meinem Test-Discord. Die große und kleine Schrank muss da auf jeden Fall mitspielen. So, und wenn man jetzt hier den Rang Ticketsperre hat, dann machen wir mal wieder ein Embed. Welchen Embed Builder? Z, was ist das so? Ehrlich. Kaum mal Unterschied. Geht schneller. Geht nicht sand, ne? Z. Title. Ticket System. Z Description. Du hast eine Ticket Sperre. Das ist ein Ticketsperre. So. Denn hier e.get user. Open private channel. Open private channel. Punkt complete. Punkt send. Das ist embed. Punkt. Punkt. Cool. So, das ist halt, wenn man ein Ticketsperre hat, wenn man, keine Ahnung, wir können auch irgendwie gucken, dass ein Spieler ein Ticket bereits offen hat und dass man, also man halt vielleicht mit der Datenbank oder so machen, dass halt Ticket open, das ist halt entweder 1 ist oder 0. Aber das würde ich dann vielleicht ein anderes Tutorial machen, weil ich selber auch weiß nicht, wie das richtig geht. Jetzt kann man hier, das ist nämlich praktisch, doch als if e.get button.get id.equals ignore equals, ja, ich glaube, zwei müssen halt eine kleine Schreibung beachten.
Dann können wir hier zum Beispiel jetzt den Close-Button machen. Der Close-Button ist zum Beispiel jetzt nicht so viel drin. String rules gleich string value of e.get member.get rules. Manchmal bin ich lost. Und dann if rules.contains admin oder rules.contains support. Dann e.get interaction.get channel.delete. So, das war schon zum ersten Beispiel jetzt sehr schon. Und dann machen wir nochmal ein else if e.get button.getid.equals claim button. So, holen wir uns den. So, ganz easy und der wird ein bisschen, wenn ich mal kurz meinen Code gucke, ein bisschen groß. So, und zwar machen wir das, fangen wir erstmal ab, ob der Interaction-Spieler, wenn man der interagiert hat, überhaupt die Permission Kick.player hat. Kick.player einfach aus dem Grund, weil Supporter immer so Kick.player haben, bei mir jedenfalls. Deswegen mache ich das. Dann hole ich mir einen Tech-Channel. Doch, ich hatte gleich mehrere Stunden dran gesessen. Und da holen wir uns den Tech-Channel raus von dem Event. Dann machen wir e.get interaction.get message.delete.query. Da wird halt die Message, also halt die das Embed zum Claim gelöscht. Weil das so steht so. Und weil kein normaler Supporter. Jedenfalls bevor. So. Also eigentlich alles simpel. Oder New Embed Builder, set color green, set title ticket system punkt set description e.get interaction.get User und get as mentioned plus hat das Ticket geclaimed. So. Das hier so funktioniert. So und dann Channel Punkt Send Message Embeds Embed Punkt Müll Z Action Row Close Button. So, wie soll ich da Punkt Complete reingemacht? Ist doch komm, also Punkt Cool. Gut, ich hab Fehler gefunden in meinem Code. Freut mich. Im Stream, im Video, Fehler gefunden. So, Permission Override, das was wir auch hier hinten erstellt haben. Das müssen wir jetzt ein bisschen überschreiben oder so. Yes. Nennen kann, also Permission Override gleich Channel.get Permission Override e.get Member. So, jetzt machen wir erstmal if Permissions Override Punkt, gleich Null. Dann createn wir eine, weil da hat es mich Fehler gegeben. Deswegen e.get Member Punkt Z Allow Permission.viewchannel.quick. Edit Permission Override Punkt Get Manager Punkt Set Allow Permission.viewchannel.quick. Dann wiederum wollen wir uns eine zweite Permission Override 2
gleich Channel. So, get. Permission override. E.get. Ah, habe ich das? E.get. Guild. Get. Rule by ID. Und das ist die Supporter, also Support Rule. Das ist die hier. Packe ich die hier rein. Dann machen wir if permission. Permission override 2. Gleich null. Channel.create permission override. E.get. Build.get. Rule by ID. Z allow permission point view channel. Hat ich das falsch gemacht? Ich habe das falsch gemacht, Leute. Ich finde den zweiten Fehler. Punkt Z deny. Was ist das? So, ich fällt mir was auf. So, als channel, nee, permission override 2.getManager.z deny permission point. Channel. Cool. So. Ich hoffe, hier vergessen wir wieder. Aber warte mal kurz, habe ich das natürlich wieder bei Hand. Sehr klar. So, und das war sogar das Ding. Das Video geht jetzt schon seit lange, 33 Minuten oder so. Dann Add Event Listener New Button Click. So, jetzt haben wir's. Und jetzt hole ich mal kurz mein Discord rüber. So. Jetzt müssen wir kurz mal hier das hier. Den URL Generator machen. Bot. Admin. Copy. Paste. Und Server von ichdomc. Das ist meiner. Hast du das? Wasserflugzeug, 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 Wasser, Wasser, Wasser. So, nice. Jetzt ist der drauf. Videobot, der ist auch offline. Der braucht keinen Rang, der hat ja seinen Bot-Rang, der endlich recht hat. Ich packe mal kurz den Admin-Rang an. Und jetzt starten wir den. Das ist online, hier steht auch Bait the Floor, also dieses Herz, was wir da eingestellt haben, hier. Das hier ist das Herz. Das steht hier jetzt auch mit the Floor. Hier natürlich mein Stream. Bipo happy. Das sieht man auch gerade neu. Finde ich auch nice, dass das neu kann. So, und jetzt kann ich zum Beispiel jetzt hier Ticket Support Channel machen, ganz normal. Kann jetzt hier machen, das Ausrufezeichen Set Ticket. Bitte funktioniert. Ja. Serienmäßig unten, wenn ein Fehler kommt. Ja, das hier ist zum Beispiel jetzt einmal bei Umlaut, da müsst ihr von Ö die Unique ID raussuchen. Das dauert auch immer, also das dauert jetzt nicht lange, aber können wir machen. Dann können wir ein Ticket erstellen. Wird es eröffnet. Dann haben wir hier schließen, Umlaut. Eine Ö, das ist eine Ü, kümmern. Ist auch Umlaut. Ich habe jetzt auch Admin-Rang. Claimer. Ich habe Claimer geschrieben. Oh mein Gott. Claimen. Ja, Claimen halt. Also wenn man schließen drückt, kann man schließen. Ich kann auch kurz zeigen, wenn ich einen Ticketsperre habe. Übrigens hier wird auch gesagt, ich sendet Ticketsystem, Personen, Dings. Ich würde noch vielleicht mal hinschreien, dass es closed ist oder geopend ist. Das ist halt noch für mich so. Hedget hier, du hast eine Ticketsperre. Hab mir da was geschrieben. Und ja, ganz einfach. Automatisch hinzufügen, die Ticketsperre, muss man halt gucken. Zum Beispiel jetzt hier wieder. Claim. Jetzt wurde das zum Beispiel, da hat der Channel nicht mehr die Rechte. Also er hat die Rechte. Support hat keine Rechte zum Gucken. Alle haben keine Rechte. Nur ich habe die Rechte. Also mir wurde der Bot hat mir die Rechte gegeben, den Kanal anzuschauen. Wiederum der Spieler, der es geöffnet hat, hat auch noch die Rechte. Dann wird halt hier noch blablabla, was durchgequatscht und dann kann man ja schließen, fertig.
Ja, das war das Ticketsystem von einem Discord-Bot mit JDA gemacht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis dahin und mach's glaskrachend. Ciao, ciao.